So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Die nächste Lego Ninjago Dose ist da. Und wo gibt es die? Natürlich in das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 28 für 7 Euro. Was bekommt ihr für 7 Euro? Natürlich eine limitierte Karte. Und die sind ja immer hochwertig. Nicht sofort, aber in mindestens 4 bis 6 Wochen fängt der Preis an zu steigen, weil alle Boosterkartenfreundensammler von Lego Ninjago kommen dann nicht mehr dran. Das ist so. Diese limitierte Karte, die LE8, der Lego Ninjago Serie 8,5 oder Next Level, gibt es nur in diesem Magazin oder auf diesem Magazin. Und dazu gibt es die neue Dose. So, jetzt bin ich hier natürlich Dortmund, Nordrhein-Westfalen. Ah, ist das jetzt die vierte Dose? Ja, die vierte. Ich glaube, Niedersachsen, Thüringen, da unten die Ecke, gibt es schon 5, habe ich mal gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also bis jetzt gibt es 4 verschiedene von diesen Lego Ninjago Dosen. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Sollte jeder Sammler eine Dose von allen haben. Ich zeige es euch natürlich gleich. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 28 drin herum. Da ist die Dose. Merchandising. Schlangenkopf, immer cool. Der mit diesen breiten Vierkantarmen auch. Ist auch etwas hochpreisiger. Aber werde ich nicht dran machen. Für mich ist sie natürlich viel wichtiger. Dann beginnt die Comicbeilage. Und ihr seht, schön groß. Groß gezeichnet. Große Wörterblasen. Es passt. Ja, es passt wirklich, wie ihr seht. Da hebt der Zug ab. Dann haben wir hier ein Poster, 2 Seiten. Merchandising. Lego Ninjago Legacy. Ah. Sieht zwar cool aus, muss man es haben. Oh, Merchandising Poster. Ja, diese Mechs-Figuren. Diese Autos, ihr wisst, Fahrzeuge mag ich nicht. Ich mag nur von Ninjago einzelne Figuren oder Drachen. Die Mechs, es kommt drauf an, welche. Aber der rote scheint richtig cool auszusehen. Der weiße weniger, aber der hat noch diese Schwerterarme. Der sieht breiter, stabiler aus. Natürlich mein Kumpel Kai. Aber sieht cool aus. Meine Meinung. Ihr könnt natürlich eure Meinung hier in die Kommentare schreiben. Rätselspaß. Da ist der. Oder die, die hier drin ist. Da sind sie beide. Cool. Hm? Verschiedene Schlange. Orange, schwarz. Schwarz, orange. Ich habe es ja alle zu übertrieben viele. Ihr wisst es ja. Spiel. Rätselspaß, Rätselspaß. Ein Würfelspiel. So, und jetzt kommen wir zur letzten Seite. Das bedeutet, was haben wir nächstes Mal drin? Ist es wieder cool? Ist es nicht cool? Es ist da. Cool nicht. Nicht cool. Irgendwie sowas. Aber am 9. Februar erst. Das dauert noch lange, lange. So, der goldene. Ist natürlich witzig, hatten wir natürlich schon mal ihm. Das ist eigentlich der Punker mit der schwarzen Haare, wo ich die ganzen Ratten von dazu gepackt habe. Sieht mega cool aus. Jetzt einmal in Rot. Muss man natürlich haben. Ist ein Bösewicht. Rote Hände beigekriegt, roten Aufdruck, rote Haare, rote Augen. Ist natürlich ja, ein Hingucker, mehr oder weniger. Aber wenn dann dieses Feuer so ist, also diese Flamme und dann drüber nochmal sowas, ist natürlich schon mal cool. Eine coole
Feuerstelle kann man daraus machen. Aber nichtsdestotrotz, das Konvolut werde ich natürlich unboxen, ist ganz klar. Ich versuche es am 9. Februar und ich bin gespannt, ob es wieder in eine Dose ist. Bestimmt. Aber nichtsdestotrotz, alles schon angeboxt, ist das jetzt das neue Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 28, wie gesagt, für 7 Euro. Mit limitierte Karte, die ihr braucht, und die vierte Dose. Warum die vierte? Weil wir hier die vierte haben. Ich pack das mal rüber. Das ist die neueste. Sieht cool aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich sie jetzt richtig zugeordnet habe. Die erste, zweite und dritte. Aber ihr seht, die haben alle was. Die haben wirklich alle was. Wenn wir es alle hier hoch tun, schaut mal. Haben alle was. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt zu die neueste Dose. Ist wieder ein Tesafilmstreifen dran. Wie gesagt, Schlangenköpfe mag ich, ihm auch, habe ich schon so oft. Aber es geht ja um die Ninjago-Rin. Erstmal kommen wir jetzt zu den Schlangenkopf. So, Beine, Oberkörper, dieses Teil. So, jetzt kommen die vier Arme nämlich da dran. Einmal, zweimal, eins. Das ist praktisch wie, Batman gab es so oft in der Form, dass man die bewegen kann. Es gibt so viele. Aber Batman ist mir der, der mir einfällt, bei denen ich das auch nicht mag. Ist leider so. Aber ihr kennt diesen Schlangenkopf bestimmt. Der ein oder andere hatten ja von euch schon. Und mit das Zubehör ist er ein wenig hochwertiger. Wie der normale Schlangenkopf. So. So sieht er aus. Richtig groß und Volumen. Ihr könnt natürlich jetzt hier alles einknicken. Seht ihr, dann hat er praktisch die messerscharfen Klingen nach vorne hin. Oder ihr klappt sie alle um nach hinten hin. Aber nach hinten hin, sag ich mal so, sieht es nicht aus. Hat es auch keine Wirkung. Entweder so hoch oder nach vorne hin. Sieht er am besten aus, wie ich finde. Aber ist meine Meinung. Aber jetzt kommen wir natürlich zu die Highlight-Figur, wie ich finde, die dabei gehört. Weswegen wir uns das dann holen. Zack. Ja. Goldene Schulterpolster. So, einmal ohne Haare zeige ich sie. Ihr seht es. Ich packe mal die Dose im Hintergrund weg. So, vorne ein leichtes Lächeln. Hinten ein wenig grimmig. Aber die Backen, die sind auch so lila gestreift. Grüne Augen. Ist schon. Und so, jetzt kommen die grauen Haare drauf. Oder silbernen Grau. Und damit mache ich die Figur perfekt. Oder was meint ihr? Ist eine coole Figur. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchen Sets sie drin gewesen ist. Vielleicht schreibt es ja einer von euch, weil es vielleicht jemand wissen will. Also, coole Figuren. Cooles Kombi. Ja. Und wo findet ihr die beiden Figuren? Natürlich in das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 28. Allerdings für 7 Euro. 7 Euro kriegt ihr die vierte
neue Lego Ninjago Dose. Also bei uns hier in Nordrhein-Westfalen ist es die vierte. Limitierte Karte, alles zusammen für 7 Euro. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu, wie ihr das Kommelut findet, was ihr davon haltet. Und habt ihr es vielleicht selber schon? Ich werde natürlich irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Schaut nach, es ist vor Weihnachten. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.